Der Weltwassertag 2014 stand unter dem Motto Wasser und Energie. Passend dazu organisierten die Stadtwerke Pirna im Geibelbad ein Event der besonderen Art, eine Kinopoolparty. Der Weltwassertag ist ja international. Für uns als Wasserversorger ist es natürlich so, hier für Pirna, man will die Leute darauf hinweisen, Wasser ist ein tägliches Gut, was immer verfügbar ist in guter Qualität und für jeden sofort nutzbar. Und das ist für uns so die Gelegenheit, das wieder mal in das Gedächtnis der Leute zu bringen. Und während die Animateure des Zephyrus-Teams den Kindern am Beckenrand ordentlich einheizten, konnten die Erwachsenen sogar einen Blick hinter die Kulissen werfen. Seit letztem Jahr bieten die Stadtwerke diesen Service an. Geleitet werden die Führungen von Hans-Michael Nowak. Er möchte damit vor allem eines bezwecken. Dass man ganz einfach mal sieht, welcher Aufwand notwendig ist, um all das, was man jetzt hier in der Halle sieht, zu genießen, was also an technischen Anlagen vorhanden ist. Und dass das alles betreut werden muss. So erhalten Besucher unter anderem Einblick in die hauseigenen Rückstaubecken, Informationen zu den Wärmepumpen und dem Wasseraufbereitungsverfahren. Denn täglich muss eine riesige Masse Wasser gereinigt und deren pH-Wert und Chlorgehalt überprüft werden. Insgesamt, wenn ich also das Freibad mit dazu nehme, das Hallenbad und die Sauna, sind es insgesamt 4.800 Kubikmeter Wasser. Das interessiert die rund 300 Gäste im Schwimmbad nur wenig. Bei ihnen stand eindeutig der Spaßfaktor im Vordergrund. Und der kam bei der Poolparty nicht zu kurz. Aufgewärmt durch geistreiche Animationen, gut inszenierte Wettkämpfe und lautstarke Partyhits ging es dann über die Wassermatte. Das machte nicht nur den Teilnehmern Spaß. Auch die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Super, und ich bin so glücklich, dass die so einen Spaß haben. Ist ganz toll aufgezogen. Ja, die Stimmung, auf jeden Fall, gut. Auch dass mal hier im Geibelbad ein Film abgespielt wird im Kino. Ich bin mit meinen drei Jungs hier, ist absolut toll. Heute haben sie ihren Spaß und ich kann das mal genießen von außen. Kurz nach 5:30 war es dann soweit. Die 4x3 Meter große Leinwand kam zum Einsatz. Nachdem es sich die Großen und Kleinen auf den riesigen, schwimmenden Kinosesseln gemütlich gemacht hatten, wählten sie aus drei Filmen ihren Publikumsliebling. Und plötzlich war es ganz leise im Nichtschwimmerbecken.